Trader. Mit uns hast du gute Karten. Trader, Deutschlands Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh! Wir stellen euch die ganze Zeit schon Kaladesh-Artikel vor und was natürlich noch fehlt, ist das Kaladesh-Zubehör. Hier immer wieder von Ultra Pro in super coolen Design. Also wenn ihr richtig edel zocken wollt, dann gönnt euch eine neue Spielmatte oder eine Deckbox oder den Ordner oder die Hüllen entsprechend mit den Kaladesh-Motiven. Wir fangen mal an mit den Spielmatten. Hier haben wir nämlich die Gear-Hulks, ne? Da entsprechend Gear-Hulk 1. Da sind die Geschmäcker ja unterschiedlich hier. Ich finde ihn natürlich auch richtig cool, ne, für unsere Schwarzspieler. Ne, entsprechend da dem Motiv nochmal mit dabei. 5 Motive gibt es an der Zahl. Wir fächern mal eben schnell weiter. Ja, zeigt nochmal so die Größe der Erfindungen in der Kaladesh-Welt, dass da jetzt richtig auf die Mappe gehauen wird, dass wir entsprechend starke Kreaturen auch da bemannen können, ein Spiel haben. So, gibt mal so ein bisschen andere Motive an die Hand, als wir sie sonst auch kennen von Magic the Gathering. Ne, allesamt schön. Wird es auch wieder nur für kurze Zeit geben, weil die auch entsprechend limitiert sind. Also wenn euch da ein Motiv gefällt oder vielleicht ihr euch eins in der Vorweihnachtszeit nochmal unter den Weihnachtsbaum legen wollt oder einfach schon mal sichern wollt, dann schlagt da jetzt zu. Ne, das sind unsere 5 Motive. Ich gehe mal direkt weiter, was wir sonst noch haben. Wir haben natürlich dann die Deckboxen. Der Hauptcharaktere entsprechend auch mit den Hüllen mit dabei. Ich packe es jetzt mal nicht aus, wir kennen es ja. Ne, Deckbox ist Full Art, Full Flip. Es passen entsprechend, glaube ich, 100 Karten rein. Auf jeden Fall passen definitiv 60 Karten mit Hüllen rein. Ne? Und wir haben hier die Nissa als Motiv. Da in den Deckbox, in Hüllen entsprechend 80 Hüllen im Package. Dann haben wir als neuen Charakter den Dovin Bahn mit dabei. Auch entsprechend mit Hüllen. In Kaladesh geht es ja um Erfindung, ist ja die Erfinderwelt. Insofern werden auch 2 neue Planeswalker vorgestellt, die wir so noch nicht kennen. Eines ist der Dovin Bahn und dann so der Leading Character, auch von den Motiven her, ist Saheli Rai. Hier haben wir entsprechend die Saheli. Wissen wir was für die Madels. Ist ja eine indische Thematik, ne, die hier auch sehr schön grafisch aufgegriffen wird. Da haben wir sie entsprechend in Form der Deckbox und der Hüllen. Sehr, sehr schönes Design, auch jetzt hier diesmal so, dass sie so halbfarbig drauf sind. Ja, Chandra darf natürlich nicht fehlen. Die ganze Geschichte zu Kaladesh findet ihr ja auch auf MTG Stories. Im Internet könnt ihr die ganze Hintergrundgeschichte, was denn jetzt mit der Erfindermesse und so weiter sich auf Kaladesh so zuträgt, könnt ihr da nachlesen. Leider aktuell nur englischsprachig, aber wen es interessiert, ist natürlich wirklich auch sehr umfangreiche Storyline hinter Kaladesh. Hier haben wir Chandra, entsprechend die zu ihrer Heimatwelt auch zurückkommt, natürlich in Form der Deckbox und der Höhlen. Eine weitere gibt es noch, 5 Motive haben wir ja an der Zahl, und zwar den Angel of Inventions. Auch ein richtig cooler spielerischer Engel, der die Token verstärkt oder einfach selber auch als Kreatur stark ist. Also auch eine so richtig schöne, spielschöne Karte, ne, die auch die Set-Thematik sehr gut aufgreift. Den gibt es also auch nochmal in dieser Form. Ja, ne, das schließt praktisch die Palette beinahe ab. Ein Artikel haben wir noch, und zwar den Binder, den es auch immer wieder natürlich dazu gibt. Ne, so 360 Karten, sagt der Helter. Ich kann natürlich die Karten auch double sleeven. Ich packe ihn mal aus. Hier haben wir wieder die Saheli Rai mit einem anderen Motiv. Dann sprechen wir auf dem Display da jetzt auch nochmal schön im Binder. Hier sehr stylisch, wenn man da sagt, ich möchte mir das Set wegsammeln. Ne, oder entsprechend hier sideloaded. Kennen wir es also. Eine sehr schöne, hochwertige Aufbewahrungsform, um entsprechend da das Set zu sammeln oder einfach sich da mit der Magic-Karten zu bewegen. Das war auch schon die Ultra-Pro-Präsentation zu der neuesten Magic-Serie Kaladesh. Wir haben euch viele andere Punkte vorgestellt, die es von Magic jetzt zu dem Erscheinen dieser neuen Serie gibt. Schaut auf unserem YouTube-Channel nach, dort findet ihr da die Veröffentlichung. Was noch kommen wird, ist ein Set-Review, das heißt, da stellen wir uns alle deutschsprachigen Karten der Reihe nach vor und gehen auf die wichtigen Karten mal eben kurz spielerisch von den Fähigkeiten her ein und besprechen diese. Und es wird noch ein Spielvideo geben der Planeswalker-Decks, ne, wo diese neue Deck-Variante, es gibt ja keine Intro-Decks mehr, es gibt 2 Planeswalker-Decks, die spielen wir nochmal gegeneinander. Ne? Wir haben erstmal Spaß damit, wünschen euch auch viel Spaß mit Kaladesh und sind raus. Bis dann. Tschüss.